Hallo und geht's ganz zurück zu Evil Genius mit passendem Einstieg hier der Ellie Barracuda, glaube ich, so hieß er. Hallo, gerade einen Eindringling. Ja, und vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare und das Feedback. Folge 1 und 2 sind ja mittlerweile online und so wie es ausschaut, kommt Evil Genius sehr gut an. Und ich muss auch sagen, mir macht's sehr viel Spaß. Vor allem, weil, ja, mal blind spielen ist was anderes. Und die Kommentare sind so angenehm spoilerfrei. Da mal noch ein extra Dankeschön. Also ich genieße das gerade richtig, das Spiel ein bisschen zu entdecken. Und naja, klar sind eine Menge Fehler dabei oder werden eine Menge Fehler dabei sein und viel Unideales, Unoptimales, aber das gehört, glaube ich, dazu und ist auch ganz okay, würde ich meinen, fürs erste Mal. So, das überlebt er hoffentlich. Ja, und eine kleine Anregung für alle Let's Player unter euch. Am Schluss von der Folge, wenn man die Aufnahme beendet hat, möglichst das Spiel speichern und nicht den alten Speicherstand versehentlich laden, so wie es mir gegangen ist, bei der Aufnahme der Folge Nummer 4. Das heißt, das ist jetzt gerade der zweite Anlauf. Aber allzu viel Neues habe ich nicht entdeckt. Dafür ein paar Dinge gelernt, die ich jetzt natürlich prompt einsetzen werde. Eines derer ist, dass man eine Menge Geld braucht und um das werden wir uns als erstes kümmern. Passend dazu war eine Frage, warum ich so wenig Betten habe. Naja, Betten, zumindest nach meinem Wissen, sind ja nur dazu da, dass sich die Mitarbeiter ausruhen können oder ausrasten, wie es bei mir immer so schön heißt. Aber die Kapazität selber kommt ja von den Spinden. Und da sind wir, glaube ich, ja, haben wir noch ein bisschen was Reserve. Oh, da sieht man auch schön, wie die Ausbildung von sich geht. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, da haben wir noch ein bisschen Reserve. Da werden wir dann aber bald trotzdem aufstocken. Und ich werde jetzt hier mal aufdrehen, damit wir schneller zu Bediensteten kommen, die ich nämlich jetzt hier in der großen, weiten Welt verteilen werde. Ja, und hier habe ich auch gesehen, das habe ich, glaube ich, immer weggeklickt. Bekommt man immer so ein kleines Video eingeblendet, was in den letzten paar Minuten, seit man das letzte Mal hier war, passiert ist und wem man warum verloren hat. Also da haben wir ganz schön viel verloren, das werde ich jetzt mal ein bisschen abkürzen und wir werden ein bisschen aufstocken, speziell hier, weil da gibt es ja den Techniker, den möchte ich haben und wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht in der, ja, nennen wir es mal Probeaufnahme, dass wenn man hier ein bisschen Reserve hat, dass das eigentlich in der Regel gelingt. Ich glaube nämlich, solange die Aktion läuft, wenn wir hier angegriffen werden und irgendwie wir Leute verlieren, geht das Ganze schief. Da werden wir auch aufstocken, mal zumindest auf 4. Oder gehen wir gleich auf 5? Gehen wir gleich auf 5, warum nicht? Wäre zwar gut, wenn wir ein bisschen was an Leuten zu Hause noch in der Basis haben, aber wir kaufen ja gerade gut dazu. Dürft nicht vergessen, wir wollen ja auch welche ausbilden und wenn wir Dinge kaufen, braucht man welche. Wenn uns jemand angreift, braucht man Leute hier. Und apropos angreifen, es gäbe ja hier auch einen Wachmann abzuholen. Die Wache, die wir uns dann als nächstes kümmern, könnte man eigentlich, naja, so eilig haben wir es jetzt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, könnte man eigentlich die gleich verlegen. Wobei, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Verlegen wir da schon mal ein paar. Zumindest mal 5. Okay, gut. Und was machen wir mit dem restlichen Geld? Naja, ich habe ein bisschen wenig Türen gebaut, hat jemand gemeint. Das ist natürlich absolut richtig. Da können wir mal ein bisschen nachhelfen und zumindest Eingangstüren bauen. Danke auch für den Hinweis mit der Shift-Taste. Und auch hier kann man natürlich eine Tür bauen. Allerdings eine etwas andere Art. Das will ich auch machen. Eine Außentür, dass unser Tresorraum mal ein bisschen geschützt ist. Den werden wir später mal dann ins Innere des Berges verlegen und eine Krankenstation macht natürlich nur Sinn, wenn man eine Medikamentenausgabe hat, mindestens mal. Und eine Stechuhr, da hat auch jemand gemeint, bei der Stechuhr habe ich irgendwas vergessen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da gemeint ist. Ich habe kurz überlegt, aber kann sein, dass ich erst in der letzten Folge gesehen habe, dass man hier was einstellen muss oder kann. Können wir übrigens ein bisschen zurückfahren. Und naja, die dritte Folge ist ja noch nicht online, jetzt wo ich die vierte hier aufnehme. Ich nehme mal an, das war gemeint, dann ist das in dem Fall eh erledigt. So, was haben wir sonst noch Neues? Wir haben noch ein paar ungebaute Räume, Speisesaal, Aufenthaltsraum, das Allerheiligste, wie das heißt, haben wir auch noch nicht gebaut. Können wir uns mal drüber informieren. Das Allerheiligste ist der am exklusivsten eingerichtete Raum Ihres Domizils. Hier finden die wichtigsten Treffen statt und hier kann Ihr fieses Genie seine Werte regenerieren.
Ja, schauen wir uns die anderen auch gleich noch an, wenn wir schon hier sind. Der Aufenthaltsraum ist der Ort, an dem sich Ihre Bediensteten entspannen und Spaß haben können und an dem Sie Ihre völlige Unfähigkeit im Tischtennis unter Beweis stellen können. Nach einer kurzen Ruhephase sind Sie wieder voll bei der Sache und machen weniger Ihre bisweilen fatalen Fehler, wie selbst Fallen auszulösen. Auch gut zu wissen, und die Krankenstation schauen wir uns auch gleich noch an. In der Krankenstation wird die medizinische Ausrüstung gebaut. Hier gehen Ihre Bediensteten hin, um ihre Gesundheit wiederherstellen zu lassen. Manchmal auf äußerst schmerzvolle Weise. Ja, auch kurz und kompakt. So, der Strom wird uns bald ausgehen. Das weiß ich gerade gar nicht. Brauchen die Türen hier auch Strom? Ich hoffe nicht, sonst haben wir ein Problem. Weil, schauen wir mal. Wohl, die Türen brauchen auch Strom, oje, oje. Weil sobald wir jetzt die Tür hier und die bauen... Ah, na Moment, das ist sich ausgegangen. Sehr schön. Weil, das habe ich auch gelernt, sobald der Strom ausgeht, sobald man zu viel Strom verbraucht, sagen wir so, jetzt verbraucht man 19 von 20, schaltet sich der komplette Strom ab, alle Türen gehen auf und so weiter und so fort, was nicht sehr gut ist. Deswegen werden wir bald einen Generatorraum brauchen, und mit bald meine ich quasi... Ja, jetzt mehr oder weniger, deswegen baue ich zumindest schon mal einen, den haben wir gerade dazu bekommen. Das Kraftwerk heißt hier, schauen wir uns das mal an. Strom ist äußerst wichtig. Wenn Sie nicht genug Strom produzieren können, schaltet sich Ihre Basis ab und lässt Sie schutzlos im Dunkeln. Bauen Sie schnell mehr Generatoren. Ja, und neben den Generatoren gibt es natürlich noch was anderes. So, da habe ich mich ja schon auf eine Größe festgelegt. Ich glaube, das war so, schauen wir mal. Sollten nämlich dann zwei Generatoren reinpassen mit einem Gang dazwischen. Jawohl. Neben den Generatoren gibt es auch Kondensatoren. Das sind so, ja, große Batterien, wie es heißt. Notstromversorgung. So, da haben wir jetzt drei feindliche Agenten. Die werden wir auch gleich mal taggen, aber nicht hinlaufen, weil drei sind für unseren Elli fast ein bisschen viel. Die werden wir vorher etwas in die Nähe locken. Ja, und hier... Da geht uns auch langsam der Platz aus. Da werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was investieren in ein neues Gefrierregal. So, da haben wir jetzt hoffentlich... Ah, da haben wir noch nicht... Achso, da haben wir 5. Gut, hier haben wir... Genau, hier haben wir die 8. Hier läuft die Aktion aber noch. Dann warten wir noch einen Moment. Apropos, wo ist denn der Elli überhaupt? Der läuft da rum... Ja, dann zu den Steinen gab es noch einen Kommentar, dass ich ja da den Mod installieren könnt, um die wegzubekommen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich lass die, weil sie stören mich jetzt im Moment nicht besonders. Später wird es vielleicht ein bisschen anstrengender, kann schon sein. Aber die gehören einfach irgendwie zum Spiel. Also, was soll's, die lassen wir mal. So, da sehe ich noch einen roten Punkt. Der wäre alleine. Den könnte man eliminieren. Ich habe ihn eh schon losgeschickt, ja. Gut, machen wir aber auch hier in der Nähe lieber. Alles ein bisschen in der Nähe der Basis, damit wir Handlanger haben, falls wir welche brauchen. Die jetzt gerade vermutlich beim Sprengstoff kaufen sind. Ja, sehr brav. Da wird weiter ausgebildet. Ist gerade einer fertig geworden. Super. Haben wir jetzt schon 3, gleich 4. Wie schaut es da aus? Da sind wir am Maximum. Das heißt, wir brauchen definitiv... weitere Spinde, und da war auch eine Frage, und nachdem ich jetzt die zweite Aufnahme mache, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich die Frage jetzt schon beantwortet habe oder ob ich auf das Kommentar eingegangen bin. Falls ich es jetzt doppelt sage, bitte um Verzeihung. Jemand hat gemeint, warum ich so wenig Betten habe. Naja, die braucht man nicht für die Kapazität. Hier rasten sich die Mitarbeiter nur aus. Die Spinde... Die sorgen für die Kapazität. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Ist immer so ärgerlich, wenn man zweimal hintereinander dasselbe aufnimmt. Man weiß einfach nicht mehr, was man schon gesagt hat. So, irgendwie, So, probieren wir es nochmal. Also, weil ich ein paar Sachen doppelt sage, bitte um Entschuldigung. Lässt sich schwer verhindern. So. Ja, jetzt sind wir auf dem Maximum. Dann ist eh gut, wenn wir gerade Spinde bauen. Ich warte immer noch darauf, dass das hier fertig ist. Und sobald das fertig ist, gehe ich das nächste an. Eigentlich könnte man es gleich... Ja, ich warte lieber noch. Im Moment habe ich ein bisschen Sorge um die Kandidaten hier, dass wir die nicht schaffen alleine. So, Generatorraum ist
Fire-T-Kraftwerk, so ich sage immer Generatorraum, da werden wir gleich den Generator reinpacken, damit wir wieder Stromreserven haben. Meinst du, sind sie eh alle brav beschäftigt, da will ich sie nicht stören und abziehen. So, dann haben wir die Kapazität jetzt erhöht. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Sehr gut. Könnte man eigentlich gleich noch weitermachen, wobei jetzt mir ein bisschen sparen, nicht, dass sich hier mit dem Generator das nicht mehr ausgeht. So, die sind da immer noch unterwegs. Naja, wobei auf der anderen Seite könnte man sie natürlich... Sollen wir sie angreifen schon? Ich habe die Befürchtung, wenn ich die angreife und ich schaffe sie nicht alle drei auf einmal, dann laufen sie davon und ja, verlassen die Insel. Und irgendwer wird richtig wütend auf uns. Ich brauche einfach mehr Mitarbeiter, so wie den Ellie. Wie man zu denen kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Kann sein, dass das mal gesagt wurde, dann habe ich es leider vergessen. Werde ich aber schon noch drauf kommen. So, wer hat irgendwer den Generator? Ah, ich glaube, da kommt er. Sehr gut. Ja, was leisten wir uns dann als nächstes? Bei den Bediensteten geht es ja gut voran. Eliminiert wurde auch noch keiner. Dann schick mir doch glatt 3. Ich hoffe, da läuft jetzt nicht genau der mit dem Generator in der Hand los. Hier, das ist auch noch im Gange, oder? Ah, na. Mission beginnt. Habe ich das gar nicht gestartet? Oje, oje. Ich habe gedacht, ich habe das schon gestartet. Naja, das kommt... Selbes Thema. Zweite Aufnahme. Und dann ist natürlich alles anders. Weil Techniker, gar nicht so uninteressant, das sind ja wissenschaftliche Mitarbeiter. Oh, jetzt sind sie da oben. Jetzt wird es, glaube ich, heiß. Das sind wissenschaftliche Mitarbeiter und die braucht man... Ja, jetzt kommen sie da... Oder wird jetzt schon gekämpft? Nein. Wohl, jetzt wird gekämpft. Gut, dann werden wir da in dem Fall uns gleich einmischen. Wer hat denn hier am meisten Schaden schon genommen? Ich nehme an der hier. Dann gehen wir auf den als erstes los. Ja, zücken sie natürlich ihre Waffe. Aber ich glaube, das schaut gut aus. Super. Und der Ellie hat sogar überlebt. Was heißt überlebt? Im schlimmsten Fall wurde er hier reingebracht und muss sich dann halt ein bisschen erholen. Ja, die Wissenschaftler, die braucht man, oder die sind am effektivsten. Oh, da ist gerade wieder was passiert. Wenn man... Hui, da geht es gerade ordentlich zur Sache. Wenn man verschwören will. Ah, so, da heißt es ja... Wissenschaftliche Bedienstete... Nochmal bitte. ...sind die besten Verschwörer. Naja. Oh, das ist gleich 0 geworden hier. Das heißt, da haben wir jetzt gerade ordentlich verloren. Hier auch. Es ist jetzt wieder nicht ausgegangen. Das gibt's ja nicht im Moment. Also, manchmal hat man so Phasen bei dem Spiel. Da klappt einfach irgendwie gar nichts. So wie jetzt gerade. So, die... Sollen wir die abziehen? Ja, ziehen wir nicht ab. Da klappt dann irgendwie gar nichts. Und dann ärgert man sich natürlich erst recht drüber, dass in der vorherigen Aufnahme alles so gut gegangen ist. Und man bereits nach, keine Ahnung, ich glaube nach 10 Minuten oder so, schon einen ersten technischen Mitarbeiter gehabt. Ah, sehr schön. Jetzt, wo ich es gerade anspreche, da haben wir ihn. Super. Gelungen. Sind zwar vermutlich ein paar eliminiert worden, aber dann sparen wir uns hier die, weil die sind jetzt eh sehr wütend da in der Gegend. Und werden lieber hier aufstocken. So, dass wir uns den Wachmann noch schnappen können. Gut, da ist dann auf 5 eingestellt. Da jetzt auch. Hier auf 8. Okay. Okay, okay, okay. Und dann werden wir noch jemanden hierher schicken nach Zentralrussland. Aber da lassen wir uns ein bisschen Zeit. So, und der sollte jetzt eigentlich gebracht worden sein. Ah, er liegt jetzt da rum. Ja, genau, das ist mir auch passiert. Kurzfristig, weil man muss echt aufpassen, wenn man die Leute verschickt. Also so wie jetzt, sagt man, ja bitte, in die weite Welt reisen, ein bisschen Geld abgreifen, was passiert? Die lassen zum Teil einfach das, was sie gerade machen, stehen und liegen. So wie jetzt in dem Fall.
den Gefangenen einfach hingeworfen auf den Boden und fertig. Und ja, der kann dann auch mal flüchten oder so, beziehungsweise lassen sie einfach die Kisten stehen. Da muss man echt aufpassen. Vor allem, wenn man viele verschickt, kann das recht schnell gehen, dass man da ein Problem hat. So, und 28 ist natürlich sehr wenig. Gut, dass wir da aufstocken. So, Ausbildung ist abgeschlossen. Und den Techniker haben wir jetzt auch. Das ist gut. Müssen wir nur noch verhören. Und dasselbes Thema eben, wenn man dann jetzt verhört und während dem Verhör Leute abzieht, kann es passieren, dass genau der, der den verhört, den einfach frei lässt und fertig. So, gute Mischung mit Touristen hier. Schaut's denn aus, ist der Ellie fit? Der wäre fit, wenn wir auf die losgehen. Ich weiß es nicht. Ich warte lieber noch, soll sich mal hier positionieren. Ja, punkto Touristen brauchen wir eh bald was Passendes, um die zu unterhalten. Also in dem Falle... Na? So, da haben wir's. Die ganzen Hotel-Einrichtungen. So, jetzt könnten wir uns eigentlich noch die eine oder andere Tür leisten, zumindest für die wichtigen Einrichtungen. Jetzt haben wir ja den Strom. So, glaube ich, das können wir mal auslassen für den Moment. So, wen haben wir hier? Den können wir uns gleich schnappen. Solange er alleine ist. Der wird brav verhört, der Arme. Die Animation ist so schräg. Oh Mann. Ja, dafür haben wir gleich mal einen Techniker. Jeden Moment zumindest. Autsch. Ja, ich glaube, das war's. Ja, und wir haben unseren ersten Techniker. Sehr schön. Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Schauen wir uns gleich an. Techniker sind wissenschaftliche Bedienstete, die im Kampf zu nichts nütze sind, aber als einzige kaputte oder sabotierte Ausrüstung, zum Beispiel aufgebrochene Sicherheitstüren oder verschlissene Generatoren, wieder instand setzen können. Techniker können außerdem Forschung betreiben, wenn sie erst einmal ein Labor aufgebaut haben und betreiben. Im späteren Verlauf des Spiels stehen ihnen noch bessere wissenschaftliche Bedienstete zur Verfügung. Ja, das Labor, das werden wir auch irgendwann mal brauchen. So, Techniker. Ja, die müssen wir natürlich auch ausbilden. Da brauchen wir den Laborarbeitstisch. Bauen wir mal einen. Und wie schaut es aktuell aus? Haben wir hier jetzt schon die 8? Ja, dann starten wir die Aktion hier mit dem Wachmann. Und jetzt, nachdem gerade keiner so richtig beschäftigt ist, schicken wir mal 5 Leute nach Zentralrussland. Da haben wir noch 5, oder? Ja. Und hier in Europa auch. Jawohl, okay. Gut. Gut, 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 haben wir das. So. Wo sind denn die 3 jetzt hin verschwunden? Die sind irgendwo da unten unterwegs. Ist die Frage, sollten wir die gleich angreifen oder nicht? Ich weiß es nicht. Bin ich mir nie sicher, ob der Ellie das alleine schafft. Mal wieder da raussausen. Mann. Ja. Sicher eine der besten Positionen, immer da, wo viele andere Bedienstete rum sind. Wobei, wir könnten natürlich auch mal Gebrauch machen von vom Alarm. Den gibt es ja auch noch. Wie schaut es denn gerade aus? Können wir gerade Alarm auslösen? Ist das eine gute Idee? Probieren wir es mal. Lass sie mal bewaffnen. Ja, ist wirklich eine gute Idee. So. Machen wir gleich Alarmstufe Rot in dem Fall. Eliminieren-Tag angeordnet. Bei Rot passiert was?
bewaffnen sich und sofort schießen. Okay. Na, wenn wir da jetzt 5 Gegner haben im Moment, dann ist das echt eine gute Idee. 6 Gegner. 7 Gegner. Ich weiß. Sind die harmlosesten Gegner. So, jetzt sind alle bewaffnet. Ah, die Wache haben wir auch bekommen. Sehr gut. Ja, dann hoffe ich zumindest, dass die das jetzt irgendwie schaffen. Weil die stehen jetzt einfach nur da rum. Die nächsten Touristen, das gibt's ja nicht. Aber wie schaffen wir es jetzt, dass die auch rauslaufen? Und kämpfen, ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ah, die dringen jetzt eh in die Basis ein. Ja, dann ist gut, dass wir bewaffnet sind. Ja, dann ich möchte einfach mal die Alarmstufe rot testen. Ah ja, jetzt haben sie sich ein bisschen hier beteiligt. Da liegt mal der Wachmann rum. Ich hoffe, den schnappt sich irgendwer. So, die haben den Plan für den Moment aufgegeben. Kann den irgendwer nehmen, bitte, bevor der aufwacht. Sollen wir mal den Alarm zurückziehen für den Moment. Ja, wobei, wenn die hier beim Eindringen sind... Ah, jetzt hat ihn jemand genommen. Ah, sehr gut. Okay. Ah, jetzt sind sie irgendwie... Na, ist, glaube ich, nur jemand rausgelaufen gerade. Maximale Bedienstetenzahl überschritten. Ah ja, Techniker ausbilden. Achtung, wollte ich ja auch. Ja, ich weiß, zu viele Bedienstete. Ja, ein paar Spinde wieder aufstellen. Jetzt sind wir noch auf Alarmstufe rot. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig in der Aufnahme, das Geräusch. So, komm, jetzt probieren wir es mal. Ist ja egal. Feindliche Personen in Basis entdeckt. Mann, er wird es nicht schaffen. Ja. Aber wir sind ja alle bewaffnet in der Hoffnung. Aha, okay, irgendwie. Ja, jetzt wird gekämpft. Ja, der hat eine Waffe. Sehr schön. Ja, die halten ganz schön viel aus. Irgendwie nicht gerade sehr erfolgreich, was da passiert. Naja, ich wollte es einfach mal probiert haben. Ja, die sind alle noch relativ frisch. Und meine ganzen armen Bediensteten nehmen hier echt sehr viel Schaden. Ja, super ärgerlich gerade. So viel zum Thema eben zweite Aufnahme. In der ersten lief es ein bisschen besser. So, einer ist mal wenigstens weg. Ah, jetzt kommen die mit den Waffen. Ah, sehr gut. Die haben echt ganz schön viel Schmalz. So. Puh, der Alarm ist wirklich anstrengend und wir haben eine Menge Leute, glaube ich, verloren. Eine Riesenmenge Leute. Ja, gut. Aber damit müssen wir jetzt leben. So, das ist gelungen, jawohl. Das wissen wir schon. Damit müssen wir leben und wir haben natürlich jetzt auch mittlerweile hier fast niemanden mehr. Einkommen ist entsprechend schlecht. Aber jetzt müssen wir einfach mal warten, bis sich das wieder erholt. Na gut, das mit dem Alarm. Mäßig effektiv. Vielleicht mache ich noch irgendwas falsch. Ich glaube, was wir eher brauchen, ist Fallen. Und das sollten wir uns kümmern. Aber jetzt müssen wir momentan mal eher den Personalmangel noch ausgleichen, der aktuell herrscht. Da haben wir sehr, sehr viele Leute verloren. Und eben fast niemanden mehr hier. Stocken wir gleich mal auf noch. Dass wir wieder zu Geld kommen. So, jetzt haben wir eh schon alle verschickt. Ich hoffe, die geben mir jetzt nicht ab, wenn die nächsten angreifen. So, jetzt nachdem alle unterwegs sein, wenn wir hier auf Verhören stellen und den mal verhören, dann haben wir auch Wachmänner.
Auch gut. Ja, okay. Gut. Ja, ein bisschen schade. Die letzte Aufnahme lief wesentlich besser. Da hatte ich am Schluss nicht nur mehr so wenig Leute wie jetzt. Aber was will man machen? Das ist Pech. Noch ein drittes Mal nehme ich das jetzt sicher nicht auf. Und lieber nutze ich die Zeit und nehme gleich die nächste und vielleicht sogar übernächste Folge auf. Es macht richtig Spaß. Und wenn man mal drauf kommt, was man so alles falsch machen kann, dann, ja, glaube ich, ist der Frust auch nicht so hoch. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk und Baba.